Herzlich willkommen zu meinem HR-Espresso. Ich lade euch zu einem Espresso ein und möchte mit euch über HR-Themen plaudern. Sehr gut. Also, heute haben wir das Thema Rückkehrgespräche, ein Thema aus dem Gesundheitsmanagement und dazu einen kleinen Ausblick zum Thema Arbeitsunfähigkeiten, also Arztzeugnissen. Ganz kurz zu meiner Person, für alle die, die mich noch nicht so kennen, mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Und als solche unterstütze ich, begleite ich Frauen im Personalmanagement, in der Personalführung, in ihrem Spagat, den sie doch tagtäglich zwischen der Geschäftsleitung, den Vorgesetzten und den Mitarbeitern machen. Und ich möchte sie fachlich und persönlich anerkannter machen, dass sie einen guten Stand haben, um in ihrem Business sich zu beweisen und zum Erfolg zu kommen. Ja, das ist so meine Ausrichtung und nun möchte ich euch kurz was zu Rückkehrgesprächen erzählen. Ziel von einem Rückkehrgespräch ist ja eigentlich immer ein Mitarbeiter, der aus einer Krankheits- oder Unfallabsenz kommt, zu begrüßen, zu integrieren. Also wir gehen immer davon aus, dass ein Mitarbeiter länger ausgefallen ist und dann ein Rückkehrgespräch wirklich Sinn macht. Und jetzt habe ich letzte Woche Unterricht gehabt in dem Bereich und einige werden mir von dem Unterricht noch zuschauen. Und wir haben dann diskutiert, was ist eine Kurzabsenz, was ist eine Langabsenz. Ja, tatsächlich, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt manche Firmen, die sagen, bis 5 Tage ist für mich eine Kurzabsenz. Darüber hinaus Langabsenzen. Man macht auch wieder Unterscheidungen bei 14 Tagen oder 30 Tagen. Ich denke mir, das liegt im Unternehmensblickwinkel. Wichtig ist, dass es einfach eine einheitliche Handhabung gibt, denn du als Personalerin wirst ja wohl auch Statistiken dazu erstellen. Also kommen wir nochmal zurück zu den Rückkehrgesprächen. Also, bei einem Gespräch, wo ein Mitarbeiter nach einer etwas längeren Krankheit, sagen wir jetzt mal nach 30 Tagen zurückkommt, dann sollte dieses Gespräch möglichst am ersten Tag stattfinden, möglichst vom Vorgesetzten und vom HR. Es wird sehr unterschiedlich gemacht, manchmal wird das einfach verpennt, aber dabei ist es sehr, sehr wichtig. Und es geht hier immer um Willkommen heißen, um eine Wertschätzung. Also der Mitarbeiter soll doch hören: Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Wir freuen uns, dass du die Krankheit oder den Unfall überstanden hast. Und dann spricht man noch bestehende allfällige Gesundheitseinschränkungen an. Und dann macht man gemeinsame Absprachen. Ja, was ist denn da zu beachten in den nächsten Wochen? Wie oft musst du zum Arzt gehen? Was brauchst du von uns, damit du gesundest, damit das alles klappt auf der Arbeit? Und dann ganz wichtig: Der Vorgesetzte sollte dem Mitarbeiter Informationen geben, was in der Zeit, wo er abwesend war, gelaufen ist. Das ist doch sehr, sehr wichtig. Ich selbst war mal 6 Wochen abwesend in Krankheit und ich sage euch, ich bin total unruhig gewesen vor diesem ersten Tag. Und als ich dann die Aktenberge gesehen habe, habe ich gedacht, oh weia, was ist da alles passiert? Und es ist unglaublich gut, wenn man da auch ein Einführungsgespräch hat und die Sachen übergeben bekommt. Also allfällige Verbesserungsmaßnahmen bei Schwierigkeiten von der Stellvertretung sollten auch angesprochen werden. Jetzt hat die Stellvertretung die wichtigen Projekte nicht gefunden, die Kontaktdaten nicht gefunden oder dein Ablagesystem nicht kapiert. Dann sollte man das auch sagen: Du, dein Stellvertreter war Herr Müller und er hat da und da Probleme gehabt. Wie könnte man das zukünftig optimieren? Und dann die offenen Pendenzen, das ist ja, das habe ich gelernt im Schweizer Wort, also die offenen Aufgaben ansprechen und unbedingt Unterstützung zusichern. Ich wiederhole nochmal, also wirklich willkommen heißen, wertschätzen, gesundheitliche Einschränkungen ansprechen und Absprachen treffen im Sinne von, was brauchst du von uns, damit es besser klappt? Sämtliche Informationen abgeben, die für die Person wirklich auch relevant sind, was in der Abwesenheit gelaufen ist. Nicht, dass er das Gefühl hat, er hat sehr viel verpasst oder sie. Dann auch die Stellvertretung ansprechen, vielleicht da Verbesserungen ansprechen, aber bitte nicht als Vorwurf, sondern als hilfreiche Optimierungsmaßnahme,
Und dass der Mitarbeiter einfach merkt, ja, dann kann ich noch ruhiger wiederkommen und dann ist auch für meine Aufgabe alles gesorgt. Ja, und dann die Pendenzen, also die offenen Aufgaben und die Unterstützung, die der Mitarbeiter sich doch von dem Unternehmen wünscht. Das Wichtigste ist, dass wir Vertrauen schaffen. Also wir müssen den Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zu verstehen geben, wir sind froh, dass sie wieder da ist. Und wir hoffen, dass das alles gut kommt. Wir unterstützen dich. Wir sagen, wir fragen dich, was wir machen können. Gibt es irgendwelche Einschränkungen noch? Gibt es irgendwelche Prozente, die wir langsam ansteigen müssen? Und wirklich so einen Satz sagen, der natürlich in eurem Mund passt. Wir sind froh, dass sie wieder hier sind und sie haben uns bereits gefehlt. Jetzt haben wir letzte Woche in einem Unterricht darüber gelacht, weil manche sagten mir, ja, es gibt ja Mitarbeiter, da ist man eigentlich nicht froh, dass sie zurück sind. Es soll auf jeden Fall echt und authentisch sein und nicht rumgeschleimt. Nach dem Gesundheitszustand wirklich erkundigen und fragen, was kann man denn noch machen, damit es zügiger geht, dass du vielleicht von, ich sag jetzt von 60% Arbeitsunfähigkeit auf 30 kommst und so weiter und so fort. Also wenn es insbesondere um einen Gesundheitsprozess geht, der in Schritten vorangeht. Da gibt es so Sätze wie, wie geht es Ihnen heute? Das bitte aufrichtig, nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, künstlich, sondern wirklich, ich will wissen, ich als Personalerin wissen, wie es dir heute geht. Nachdem du 30 Tage abwesend warst und dann auch so fragen, wie schätzen Sie denn Ihre Belastbarkeit ein? Wenn wir Sie jetzt einsetzen und Sie haben ja eine Arbeitsfähigkeit von 100% vom Arzt bescheinigt bekommen, wie schätzen Sie selbst Ihre Belastbarkeit ein? Und dann interessiert mich auch noch als Arbeitgeber, wann stehen denn die nächsten Arzttermine an und welche Anwesenheiten werden der Arbeitsplatz, die Aufgaben in der Zukunft einschränken. Also es ist wirklich auch ein Punkt, den man direkt ansprechen muss, wertschätzend, aber sicher eine Frage wert ist. Das sind so kleine Tipps zu diesem Rückkehrgespräch. Wichtig ist, dass man das noch irgendwo schriftlich festhält. Festhält im Sinne von, dass man kurz bestätigt, also das haben wir gesprochen, viele Firmen und ich habe das auch gehabt, haben wir so Checklisten gehabt, Gesprächschecklisten zum Rückkehrgespräch. Und das Ziel ist ja immer der Erhalt der Gesundheit. Das ist das oberste Ziel. Und Kündigungen wegen Krankheit ist heute viel schwerer. Ich spreche hier insbesondere von der Schweiz, weil in der deutschen Gesetzgebung wird es auch nochmal anders sein. Und ein Eingliederungsmanagement bei Leuten, die so schonend wieder reinkommen, sollte möglich sein. Kurzum, Unternehmen müssen sich engagieren, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu erhalten und Hilfe anbieten, damit man nicht wieder krank wird. Das war so ein kurzer Input zum Rückkehrgespräch und ich habe angekündigt, dass ich etwas zum Arbeitsunfähigkeitszeugnis jetzt sagen werde. Okay, dann wechseln wir jetzt ein bisschen Thema. Ich werde meine Notizen beiseite legen und meine neuen Notizen hervorholen. Arbeitsunfähigkeit, ja. Wir Personaler werden oft mit diesem Arztzeugnis konfrontiert. In der Schweiz ist das so ein kleiner grüner Zettel, wo der Arzt dann gewisse Notizen machen kann. Und wichtig ist zu wissen, es gibt gewisse Sachen, die da reingeschrieben werden sollten. Und das ist die Theorie. In der Praxis erlebt man das sehr, sehr oft anders. Wichtig ist hier einfach, dass der Arbeitgeber, der Arzt und auch der Mitarbeiter, also der Versicherte, eigentlich das Ziel haben, dass alles korrekt ist, ne? Also keiner macht da irgendwas mit bösem Willen. Aber wichtig ist, ein Arztzeugnis sollte schriftlich sein. Es ist gesetzlich nicht so festgehalten, dass es schriftlich sein soll, aber es sollte in irgendeiner Art schriftlich verfasst sein und dann auch lesbar. Ich erlebe immer wieder Arztzeugnisse, die wirklich nicht zu lesen sind, wo man da entziffern muss und tausend Leute fragt, was heißt das jetzt genau? Ein Arztzeugnis ist aber auch sehr vertraulich. Von dem her
Das mit den 1000 Leuten habe ich natürlich jetzt gerade übertrieben. Also Leute, die im HR sind, fragen oder die Mitarbeiter selbst fragen, was bedeutet das? Oftmals verschreiben die Ärzte sich auch. Es soll und muss vom Arzt datiert sein und von ihm unterzeichnet sein. Also da sollte man drauf achten. Die Kontaktangaben vom Mitarbeiter, sein Geburtsdatum sollte unbedingt genannt sein. Und dann natürlich auch von wann bis wann ist er oder sie zu wie viel Prozent arbeitsunfähig oder wie viel Prozent arbeitsfähig. Und wenn das Enddatum für eine, salopp gesagt, Krankschreibung noch nicht steht, dann sollte man wenigstens reinschreiben, der nächste Termin wird in Kalenderwoche X sein. Also das sollte auch unbedingt hier eingefügt sein. Und bei den Arztzeugnissen, also da gibt es so allerhand. Ich habe in meiner Praxis erfahren, dass die so ein bisschen heilig sind. Denn manchmal hat man so Arztzeugnisse, wo man sich wirklich fragt, verstehe ich es gerade nicht? Warum ist das so? Also ich habe zum Beispiel mal ein Arztzeugnis bekommen, wo jemand in 2 Wochen krankgeschrieben wurde. Da habe ich beim Arzt angerufen und der Arzt hat natürlich eine Schweigepflicht, er darf nicht sagen, was es ist. Der kann dir nur sagen, ja, das ist so oder das ist nicht so, das macht für mich Sinn. Schlussendlich habe ich dann die Mitarbeiterin gefragt, ich möchte das verstehen und sie hat mir gesagt, in 2 Wochen werde ich operiert und von dem her hat er mich krankgeschrieben. Ich selber kenne es eigentlich so, dass man nicht krankgeschrieben wird dann, sondern rückwirkend, dass der Arzt dann, wenn man im Spital oder im Krankenhaus ist, dann, wenn man austritt, rückwirkend ein Zeugnis gibt. Aber man sieht so allerhand. Ich habe euch eine Checkliste gemacht zum Thema Arbeitsunfähigkeit, also zu den Arbeitsunfähigkeitszeugnissen, weil ich doch merke, da sind so viele Fragezeichen. Und diese Checkliste bezieht sich ganz auf die Schweizer Gegebenheiten, weil da ist mein arbeitsrechtlicher Rucksack nicht in Deutschland. Da wird es sicherlich große Abweichungen geben. Wenn ihr an dieser Checkliste Interesse habt, dann schreibt mir bitte. Meinetwegen auch hier in Facebook rein als Kommentar oder ich werde dieses Video auch auf YouTube stellen. Also auch da könnt ihr mir schreiben unter kontakt@dianarothcoaching.com und dann werde ich diese Checkliste zusenden. Da sind also noch ganz viele andere Themen drin, zum Beispiel bezüglich Vertrauensarzt, bezüglich Ombudsstelle. Also Arbeitgeber haben ja auch eine Möglichkeit, sich über ein Arztzeugnis zu beschweren. Was kann man machen, wenn Mitarbeiter schwanger sind und kein Arztzeugnis bringen? Was macht man, wenn jemand in Ferien geht und ein Arztzeugnis hat? Kann man überhaupt Ferien machen, wenn man krank ist? Also all solche Details habe ich da aufgeführt. Wenn du das haben willst, ich stelle es kostenfrei zur Verfügung. Ich mache das gerne. Mein Wunsch ist natürlich sehr, dass du dich mit mir verknüpfst in Facebook, im Instagram insbesondere oder auch im LinkedIn, wo ich sehr aktiv bin. Und wenn du meinen Podcast hörst, Abenteuer HRM, umso besser. Das waren jetzt so kleine Tipps. Wie gesagt, die Checkliste schicke ich dir gerne zu. Hol sie dir, kein Problem. Ich werde sie auch noch mal hier verlinken, wie du da rankommst. Und wenn du Fragen hast, bitte stell sie mir her. Ich werde die gerne beantworten. Rückkehrgespräche sind sehr wichtig, um den Mitarbeiter zu grüßen, wenn er nach langer Krankheit oder auch kurzer Krankheit wieder in die Firma kommt und sagt, ich schätze es, dass du gekommen bist, wir haben dich vermisst. Wie können wir das jetzt machen, dass du wieder in den Arbeitsprozess reinkommst? Das war der erste Punkt, den wir heute besprochen hatten. Und der zweite Punkt war einfach, ja, was ist das da mit den Arbeitsunfähigkeitszeugnissen, mit dem Arztattest? Wie wird das gehandhabt? Welche Fragezeichen gibt es da? Und welche Möglichkeiten haben wir auch? Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Dienstag. Ich trinke noch meinen Espresso, der heute ganz besonders gut schmeckt. Und grüße euch und wünsche euch einen ganz guten Tag. Bis bald, haltet die Ohren steif und denkt immer daran, HRM gut, alles gut, Geschäft gut. Bis bald, tschüss.